Hallo Leute, willkommen zurück bei German Motors and Engineering. Wir haben heute wieder mal einen Challenger auf der Bühne und der hat nicht ohne Grund ein Rad ab, sondern wir haben ein Fahrwerk für den Challenger gebaut, was ich euch heute mal vorstellen möchte. So ein Challenger hat ja an sich mit seinen über 2 Tonnen, ist ja nicht gerade ein leichtfüßiges Fahrzeug, aber wir wollen ja versuchen, trotzdem aus dem Gegebenen das Maximale dabei rauszuholen. Das ist ja so unser Konzept. Wir machen nicht nur Fahrwerke oder nur Bremsen oder nur Felgen, wir machen ja eigentlich für ein Auto einmal rundherum alles, dass ihr halt so ein Paket habt aus Performance-Teilen, wo ihr dann sagen könnt, ich nehme noch das eine oder das oder eine Kombination aus allem oder alles insgesamt. Aber ihr wisst ja, dass alle Teile von einem kommen und dass es deswegen besser zusammenpasst oder perfekt zusammenpasst und nicht halt so eine Zusammenstellung aus einem wilden Mix von fremden Teilen ist. Das bleibt ja immer ein Bastelobjekt irgendwie, aber bei uns kriegt ihr alles aus einer Hand. Deswegen, zurück zum Challenger. Das Teil hat ja mit den Fahrwerksgegebenheiten, die es hat, schon mal keine schlechten Voraussetzungen. Wir haben hier ein doppelt Querlenkerfahrwerk, also oben ein Querlenker und unten ein Querlenker. Die führen beide das Rad richtig schön. Also der obere Querlenker, das ist der hier, und der untere, die sitzen hier. Die halten das Rad ja einmal unten fest, einmal oben fest, und die Aufhängung führt das Rad mit 2 getrennten Querlenkern. Im Gegensatz zu dem McPherson, wo sich der Fahrzeughersteller ein Bauteil spart. Er spart sich den oberen Querlenker ein, verbindet den Achsschenkel mit dem Dämpfer. Da muss der Dämpfer die Seitenführung übernehmen und braucht deswegen eine richtige dicke Kolbenstange. Das kann man sich bei einem Dämpfer, der nur auf Druck und Zug belastet wird, sparen. Da haben wir wie hier eine relativ dünne Kolbenstange. Die dünne Kolbenstange hat wenig Losbrechmomente, weil die Dichtungen kleiner sein können. Und deswegen bewegt sich so ein Dämpfer halt einfach sämiger. Der hat eine schönere Federcharakteristik. Der Dämpfer bei uns ist nicht nur in der Dämpfung einstellbar, sondern wir können noch die Länge des Dämpfers verstellen und die Federvorspannung. Der ist ja mehrteilig aufgebaut. Der lässt sich hier unten verstellen, indem man den ganzen Dämpfer verkürzt. Man schraubt den Dämpfer hier rein oder schraubt ihn raus und macht ihn damit lang, um höher zu legen, oder macht ihn kurz, um das Auto tiefer zu legen. Das hat den Vorteil, dass im Gegensatz zu einer Federvorspannungsverstellung, wie es die meisten Gewindenfahrwerke tun, die jetzt hier an dem Federteller die Federvorspannung rausnehmen und das Auto hier tiefer legen, ich mache es mal in dem trotzdem, man würde jetzt eigentlich hergehen und sagt, pass auf, ich lege das Auto tiefer, ich schraube es hier runter, aber irgendwann klappert die Feder und dann kann man es nicht mehr weiter tiefer legen, oder man müsste ja mit so einer Vorspannfeder arbeiten, die einfach nur dafür zuständig ist, um die Feder bei Tieferlegung trotzdem noch auf einer gewissen Vorspannung zu halten, damit beim vollen Ausfedern die Feder hier nicht rausspringen kann aus dem Federsitz. Aber dann hat man wieder mehrere Bauteile, die Feder unten liegt dann immer aufeinander, diese Vorspannfeder, und der nächste Nachteil ist auch noch, dass die Kolbenstange bei der Verstellung der Fahrzeughöhe über die Federteller ja beim Tieferlegen immer weiter einsinkt. Man hat also immer weniger Positivfederweg, weil man ja dem Endanschlag immer näher kommt. Wenn man sich mal guckt, hier unten drunter ist ein Federwegsbegrenzer und der Begrenzer sitzt hier. Das heißt, wir haben hier ungefähr am Dämpfer, nicht am Rad, sondern am Dämpfer haben wir 10 cm Gesamtfederweg, und die 10 cm Gesamtfederweg teilen sich ja auf in, aus der Standhöhe heraus in den Ausfederweg oder in den Einfederweg. Und würde ich jetzt die Standhöhe tiefer legen, indem ich die Vorspannung runterschraube, dann sinkt ja meine Kolbenstange weiter ein. Und ich habe zwar haufenweise Ausfederweg, aber kaum noch einen Federweg. Also ist beim Tieferlegen, hat man dieses hoppelige Fahren, weil der Dämpfer ständig in den Begrenzer reinschlägt. Und das macht es halt bei uns nicht, weil man den Dämpfer langschraubt, um es höher zu legen, oder kurz schraubt, um es tiefer zu legen. Aber die Position des Federtellers und damit die Position der Kolbenstange in der Standhöhe immer die gleiche bleibt. So viel zur Höhenverstellung und zur Federvorspannungsverstellung. Was haben wir noch, was wir einstellen können? Wir können die Dämpfung einstellen, und zwar an diesen beiden Verstellrädchen hier unten und an einer Verstellung hier oben. Hier oben kommt ein Verstellschlüssel rein, der die Zugstufe einstellt. Und die Zugstufe ist ja die Bewegung, wenn es die Kolbenstange rauszieht. Also wenn das Auto ausfedert, weil das Rad gerade rauskommt aus dem Radkasten, dann geht der Dämpfer in die Zugstufe rein, und die können wir einstellen, indem wir das Ganze rechts rumdrehen. Das ist wie beim Wasserhahn, wenn man den zudreht, dann fließt das Wasser schwerer. Dreht man es links rum gegen die Uhr auf, dann fließt das Wasser entsprechend
leichter und man hatte weniger Widerstand. Natürlich haben wir kein Wasser drin, sondern Öl, aber an dem Beispiel sieht man schon mal, kann man sich gut merken, drehe ich rechts rum, mache ich es härter, drehe ich es links rum, mache ich es weicher, weil ich ja wie ein Ventil öffne dabei. Die Ausfederbewegung ist dazu wichtig, wenn ich jetzt über eine Bodenwelle drüber fahre, dass das beim Ausfedern das Auto nicht so nachwippt, sondern das Auto soll ja eigentlich über die Bodenwelle drüber fahren und beim Ausfedern sich beruhigen, dass es nicht nochmal nachschwingt. Das soll also nicht überschwingen, sondern wenn es ausgefedert ist, soll es sich quasi danach einfedern und wieder rauskommen und dann soll Ruhe sein. Deswegen dreht man die Zugstufe nur so hart, dass es nicht zum Überschwingen kommt und auch nicht zum Nachschwingen, sondern dass er genau sich so beruhigt. Dreht man es noch härter als das, dann kann es passieren, dass bei mehreren Bodenwellen in Folge sich der Dämpfer immer wieder festtrampelt. Also den drückt es rein, dann kommt die nächste Bodenwelle, drückt es wieder rein und wenn er zwischendrin nicht wieder ausfedern kann, weil die Ausfederbewegung zu hart ist, dann trampelt er sich fest und dann tut das Auto tiefer werden bei vielen Bodenwellen in Folge. Die Druckstufe hier unten ist in zwei verschiedene Bereiche aufgeteilt, in Low Speed und in High Speed. Eine High Speed Druckstufe liegt dann vor, wenn ich zum Beispiel über eine Bodenwelle schnell drüber fahre und den Dämpfer bam, so reinschlägt. Dann habe ich eine schnelle Kolbenbewegung und dann kann ich eine High Speed Druckstufe, diese Dämpfung, die dabei angesprochen wird, an dem High Speed Rädchen einstellen. Und die Low Speed ist halt, wenn man zum Beispiel, wenn ich jetzt in die Kurve reinfahre, dann wuchtet es ja das Gewicht aufs kurvenäußere Rad. Und dann drückt das kurvenäußere Rad langsam rein. Und diese langsame Dämpferbewegung, die lässt sich an der Low-Speed-Druckstufe einstellen. Hinterachse schaut bei dem Auto ein bisschen anders aus. Haben wir unten liegen hier. Ich lege mal das hier her. Und wir gehen mal hinter. Wir können es ja kurz mal eingebaut filmen, wie sie es hier darstellt. Bei dem System, wie wir es hier an der Hinterachse haben, ist das eigentlich der Klassiker, da will sich der Fahrzeughersteller will sich irgendwelche dicken, breiten Federdomen hier oben sparen. Deswegen sitzt hier oben keine Feder, weil man will ja bei so einem Auto einen Kofferraum haben, der maximal breit ist. Also setzt man die Feder weiter runter, damit die Feder unter dem Kofferraumboden drunter sitzt und man hier bloß einen dünnen, schlanken Dämpfer im Radhaus sitzen hat und hat dadurch einfach mehr Ladebreite bei solchen Autos. Ich denke mal, das ist der Hauptgrund, warum viele Autos heutzutage an der Hinterachse die Feder nicht auf dem Dämpfer drauf sitzen haben, sondern die Feder separat auf dem Querlenker sitzt und der Dämpfer dann irgendwo von der Feder getrennt ist. Wenn ich jetzt die Feder nicht auf dem Dämpfer drauf habe, dann bringt es mir nicht viel, wenn ich hier am Dämpfer die Länge verstelle, weil das Gewicht des Autos lastet ja auf der Feder. Und nur indem ich die Feder verstelle, kann ich die Fahrzeughöhe einstellen. Hier ist nochmal das Paket ausgebaut. Da habe ich ein Paket aus einem Höhenversteller und aus einer Feder. Das muss man als Ganzes betrachten. Und wenn ich diesen Höhenversteller länger schraube, was hier möglich ist, dann kommt das Auto höher, weil dadurch auch die Feder im Endeffekt, die Feder wird dadurch ja länger, weil das ist eine Einheit, müsst ihr euch vorstellen. Schraube ich es länger, kommt das Auto höher. Und wenn es höher kommt, ziehe ich ja wieder die Kolbenstange aus dem Dämpfer raus. Und damit die Kolbenstange trotz Höhe- oder Tieferlegung immer so einfedert, dass ich hier den perfekten Arbeitsweg in beide Richtungen habe. Dazu lässt sich auch der Dämpfer in der Länge verstellen. Das ist wieder hier ein Konterring dran und man kann den Dämpfer hier reinschrauben, rechts rum, oder ich schraube ihn raus, links rum und dann wird der Dämpfer länger oder kürzer. Auch hier wieder an der Kolbenstange die Zugstufe, die Ausfederbewegung und am Behälter dran die Druckstufe und das Ganze aufgeteilt in High- und Low-Speed. Will ich jetzt zum Beispiel, dass mein Auto beim Rausbeschleunigen aus der Kurve ein bisschen übersteuernder wird, dann drehe ich die Hinterachsendruckstufe im Low-Speed-Bereich ein bisschen härter, weil beim Rausbeschleunigen drückt das kurvenäußere Hinterrad in die Dämpfung rein. Und wenn das ein bisschen steifer passiert, dann habe ich ein bisschen ein lockeres Heck beim Rausbeschleunigen. Genauso kann man halt an der Vorderachse über die Low-Speed-Druckstufe das Einlenkverhalten in die Kurve ein bisschen mit beeinflussen. Und wer da Lust hat, dran rumzuspielen und sich mal die verschiedenen Effekte von Federvorspannung, Positiv-Negativ-Federweg, sogar Federraten, wir können andere Federraten reinbauen. Wer das alles mal ein bisschen erfahren will, der hat mit dem Auto, mit dem Fahrwerk hier die volle Möglichkeit, alles auszuprobieren, was geht. Weil mehr einstellen als das geht nicht.
Also habt ihr ein Fahrwerk, wo ihr, wenn ihr versiert seid, quasi die alles testen können, was ihr wollt. Aber wir wollen es mal dabei nicht belassen, sondern was wir bei dem Auto noch alles gemacht haben, ist, wir haben noch einen Auspuff eingebaut. Wir haben Leistung dem Ganzen verpasst, weil bei uns kriegt er alles. Er kriegt nicht nur ein Fahrwerk von uns, sondern er könnte noch mit dem Fahrwerk dann noch mehr Leistung auf den Boden bringen, als das Auto eh schon mit sich bringt. Und der hat jetzt 920 PS bei über 1000 Newtonmeter Drehmoment. Und er hat unseren neuen Auspuff drunter, den wir uns mal von unten nur anschauen können, wenn ich es mal schnell hochlasse, das Auto. Natürlich kriegt er bei uns nicht nur Fahrwerk, sondern er kriegt auch noch mehr. Ihr könnt ja sagen, pass auf, ich habe ja einen Challenger, ich will mehr Leistung, ich will, dass die Leistung besser auf den Boden kommt. Ich hätte gerne noch größere Bremsen, selbst das ist möglich. Die Brembo-Bremsen sind ja nicht schlecht bei dem Auto, aber wir haben selbst dafür noch größere Bremsen zur Verfügung. Wir können euch Felgen fräsen. Aber der Kunde von dem Auto wollte nun eigentlich ein Auto haben, womit er im Alltag nicht allzu sehr auffällt. Das soll quasi so eine Art Sleeper sein, deswegen auch die schwarze Farbe. Die Felgen sind noch relativ serie. Wir haben es aber ein Stückchen tiefer genommen durch das Fahrwerk, haben es perfekt eingestellt, damit das alles auch maximal schnell durch die Kurve geht und die Leistung auf den Boden bringt. Und wo wir gerade bei Leistung sind, wir haben von Motor, von ganz vorn bis ganz hinten, das komplette Abgassystem durch eine Edelstahl-Auspuffanlage von uns ersetzt. Wir haben Sportkatalysatoren mit drin, die das Abgas trotzdem adäquat reinigen, aber durch weniger Abgasgegendruck dem Motor das Ausatmen erleichtern. Wir haben den Ansaugtrakt verändert, haben andere Luftfilter eingebaut, damit er besser einatmen kann. Wir haben ihm mehr Ladedruck gegeben, wir haben ihm größere Benzindüsen verpasst, wir haben die Kurbelgehäuseentlüftung angepasst, wir haben eine andere Software natürlich drauf und kriegen jetzt aus dem Motor, der vorher mit 710, 717 PS ausgestattet ist, unglaublich 922 PS raus und das bei über 1000 Newtonmeter Drehmoment. Das sind 1076 Newtonmeter und das quasi fast schon ab Leerlauf. Das Ding hat einen Kompressor drauf und keinen Turbolader, er hat 6,2 Liter Hubraum. Und sobald man Gas gibt und der Kompressor läuft ja immer mit, der hat ja immer dasselbe Mehrvolumen an Luft, was er reindrückt. Er drückt in den Motor mittlerweile 120% mehr Luft rein, als der Motor im Säenzustand, im Saugerzustand einatmen würde. Und damit das alles an Abgas weggeht, was bei über 1000 Newtonmeter Drehmoment oder 920 PS an Abgas entsteht, haben wir hier eine doppelflutige 3 Zoll, also 76 mm Auspuffanlage gebaut, die das Abgas über diese Dämpfer nach hinten abführt. Und weil es sehr schwierig ist, Leistung in der Größenordnung so zu entsorgen, dass zum einen unsere liebe Regierung glücklich ist, weil wir wollen ja nicht, dass wir hier als Störenfriede gesehen werden. Also braucht man einen Auspuff, der zum einen leise ist und zum anderen aber, wenn man sich außerhalb Ortschaften befindet oder außerhalb von irgendwelchen Stellen, wo man Leute stört, dann soll es einem ja trotzdem auch Spaß machen. Soll es ja das Ohr verwöhnen und man will ja hören, wie der Motor verbrennt und wie der viele Sprit, den er verbraucht, wie es abfackelt in seinen 8 Zylindern. Also ist die einzige Lösung, eine Auspuffanlage zu bauen, die beides kann, die nicht nur laut ist, wo man dann halt in der Polizeikontrolle Angst haben muss, stillgelegt zu werden, oder so leise ist wie eine Serienabgasanlage, die man im Endeffekt ja nicht hören will, weil es einfach mal nach nichts klingt. Die Anlage kann beides. Die hat 2 Wegeschalldämpfer, nämlich einen lauten Weg und einen leisen Weg. Und das Ganze nicht nur bei den Mittelschalldämpfern, sondern auch bei den Endschalldämpfern. Auch die Endschalldämpfer haben eine laute Stellung und eine leise Stellung. Und wenn die Abgasklappen, die sich an genau der Stelle befinden, geöffnet sind, dann nimmt das Gas den Weg des geringsten Widerstandes, und das ist der laute Weg. Und wenn die Klappen zu sind, dann muss das Gas hier vorne drin abzweigen und nimmt den gedämpften Weg. Die Dämpfer sind Lochrohrdämpfer, die haben quasi keine Prallplatten und löschen den Schall nicht durch Reflexion aus, sondern die dämpfen, indem das Gas durch ein Rohr durchgeht, was viele kleine Löcher hat. Und die Schallwellen pulsen in die umgebende Kammer rein, weil die ist mit so einer Wolle gefüllt und die schluckt den Schall. Aber die Strömung an sich, das Abgas an sich, kann durch diesen Dämpfer ungehindert durchströmen. Deswegen haben wir selbst auf der leisen Strecke kaum Widerstand. Der Abgasrückstau ist also nicht so stark wie bei einem Pralldämpfer oder bei einem Reflexionsdämpfer, weil das Gas einfach zwar mal kurz abzweigen muss in die leise Strecke rein, aber ansonsten, wenn es sich in ihr befindet,
durch diesen Free-Flow-Dämpfer relativ rückstaufrei durchströmen kann. Der Rohrquerschnitt ist zwar ein bisschen kleiner hier, damit wir einfach mal mehr dämpfendes Volumen zur Verfügung haben und nicht so viel Rohrquerschnitt verschenken in dem Dämpfer drin. Aber wir haben eine Abgasanlage gebaut, die aus den Gegebenheiten des Fahrzeugs das Maximale bei rausholt. Wir haben den Bauraum optimal genutzt, wir haben flache Dämpfer eingesetzt, die die Bodenfreiheit kaum beeinflussen. Wir sind im innerstädtischen Bereich so leise wie der Serieauspuff. Und sobald man rauskommt aus dem Geschwindigkeitsbereich, wo man leise sein muss, dann öffnet die Automatik die Klappen und das Ding klingt wie American Muscle Car. Man hat verschiedene Vorderrohrkonstruktionen, wo man sich noch den Sound ein bisschen aussuchen kann, indem es halt durch gerade Rohre ziemlich hart klingt oder mit einer H-Pipe hier ein bisschen sanfter oder mit einer X-Pipe hier drin, mit einem Rennauto, kann man also sagen, pass auf, ich stelle mir meinen Klang so und so vor und kann den dann noch entsprechend optimieren. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel im Ohr abgekaut und mit zu viel Input gelangweilt. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet wieder ein und wenn irgendwelche Fragen offen geblieben sind, dann ruft uns an oder schreibt uns wie immer eine Mail.